Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. Wieder sind wir im Dschungel von Borneo und müssen die Sprengsätze suchen und diese scharf machen. Aber erstmal gilt es, die Dinger zu finden, hier gemeinsam mit unserem Freund Sully. Und da vorne sehe ich doch schon eine Sprengladung. Wir müssen noch drei Ladungen scharf machen. Na, wo sind denn die drei anderen? Hier ist noch eine AK, die nehmen wir mit, die Munition. Hier auch noch, nehmen wir natürlich auch mit. Gucken wir mal hier oben, ob hier sich was befindet. Nee, aber da vorne sehe ich schon was blinken. Sehr unauffällig, diese Sprengsätze gesetzt von Chloe, unserer Freundin, angeblich. Es sind noch zwei übrig. Ob die uns noch hintergehen wird, die kam ja auch ein bisschen unkoscher vor. Ähnlich wie der Flynn. Hier haben wir auch noch einen. Den aktivieren wir natürlich auch mal. Okay, noch eine, das war's. Da vorne. Ha, und dann haben wir alle. Die ganzen vier, die volle Packung. Okay, das war's. Statten wir Mr. Lazarevich einen Besuch ab. Ich folge dir, alter Freund. Hier geht auch noch eine Leiter hoch. Moment, Sully, warte mal gerade. Vielleicht liegt hier irgendwie noch was Tolles, ein Schätzchen oder so. Die ich ja allerhand schon übersehen habe. Ich habe da auch schon wieder einige beim Angucken. Sieht man die da natürlich auch schneller, als wenn man spielt und moderiert. Aber jetzt gerade sehe ich hier keinen Schatz. Aber ich muss sagen, das ist ein guter Punkt, um hier zu eruieren, wo diese ganzen Sprengsätze liegen. Vielleicht muss ich hier an diese Leine, an diese Laternenseil. Oh. Nee, da komme ich glaube ich nicht dran. Die Lichterkette. Habe ich ein kleines Fröschchen im Hals gerade gehabt. Ich komme nicht dran, komm her, ich helfe dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sully. Danke. Ich hoffe, das war ironisch gemeint. Oh. Okay. Hätte der uns die Leiterbeine auf die Birne geknallt hier, der gute alte Sully. Warum kann ich die nicht anspringen? Jetzt geht's. Ja, noch ein schöner Generator. Was haben wir hier oben jetzt noch hören? Was für ein Tsunami spielt Schiffe so weit an Land? Ja, dass hier Schiffe sind, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also hier in dieser Ausgrabungsstätte. Und wir sind ja, beziehungsweise auch unsere Konkurrenten sind auf der Suche nach Shambhala. Und das ist eigentlich ein mystisches Königreich, das in der Nähe von Tibet liegen soll. Das sogenannte buddhistische Reich, irgendwie das reine Reich, bla bla bla. Hier sind wir allerdings auf Borneo und hier müssen wir jetzt nach weiteren Hinweisen suchen. Gesucht wird auch nach dem Shintamani-Stein, im sogenannten. Und das ist so eine Art Wunschstein. Auch in der tibetischen und buddhistischen und hinduistischen Kultur. Die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig kaputt. Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind es nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sully. Vielleicht. Scheiße! Jetzt wird spaßig. Waffen fallen lassen. Auf die Kauleiste, mein Freund. Oh, ich meine nicht uns, ich meine dich. Du sollst auf die Kauleiste kriegen. Ah, jetzt kommen die Kombos wieder zum Vorschein. Die kennen wir ja noch aus Uncharted. Oh, da hätte ich ausweichen müssen. Das kriegst du zurück, du Drecksack. Ha, pam. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Von wegen. Da kommt noch einer für dich. Sully? Jo. Ist der schon ausgenockt? Ich hoffe, ich roll keiner. Los, an die Arbeit. Jo, der hat sich Was auch verabschiedet. Was meinst du mit wie wohl? Und jetzt sollen wir wahrscheinlich hier die Leine hochhüppen. Wenn das denn mal funktionieren würde. Hallo, Leine. Ich will ja gerne an diese Leine... Seil vielmehr, vielleicht sollte ich es Seil nennen, damit es, vielleicht fühlt es sich beleidigt bei Leine. Aha.
Meinst du, wir finden das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen? Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Das wirst du niemals vergessen, was? Das könnte ein bisschen schlauchen, wenn wir da nur dem Schlauch folgen. So, hier noch über diese Steinchen. Und jetzt fängt Kapitel 4 an. Die Ausgrabungsstätte. Da vorne muss das Lager sein. Okay, alles klar. Warte, nur eine Sekunde. Chloe. 3 Monate ohne Fund. Ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Gnadenlos. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Heiliger Bimbam! Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Okay, wie wir möglichst... Showtime! Wie wir möglichst aus dem Schatten heraus erledigen. Die AK können wir uns doch eigentlich nehmen, die der fallen gelassen hat, oder? Die schnappe ich mir auch. Okay, ich versuche es, mit Betonung auf versuche es, diese Typen leise zu erledigen. Ich garantiere für nichts, Freunde. Der Typ da vorne hat gesagt, er hätte genug von diesem Mist. So, nehmen wir uns erstmal die Waffe. Und den schnappen wir uns. Scheiße, wir sind trotzdem aufgeflogen. Hey, das war doch Sully mit dem Scharfschützengewehr, oder? Junge. Ups, da wollte ich gar nicht runter. Kommen da etwa noch mehr von den... Pappenheimern? Da vorne. Treffer in den Schädel. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist.
Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Sucht alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Na, das war sowas von klar. Wie praktisch. Um eine Granate gezielt zu werfen, halten sie L1 gedrückt. Es war auch so klar wie Kloßbrühe, dass da jetzt Feinde antreten. Warum die sich nicht einfach die Sachen geschnappt haben und abgehauen sind? Naja, typisch halt, ne? Okay, halten sie L1 gedrückt und drücken sie L2, um eine Granate zu werfen. Kennen wir ja. Wenn das denn funktionieren würde. Okay, ich bin weiß Bescheid. Hallo? Hier tut sich gerade gar nichts. Na super. Was war das? Da hat das Spiel irgendwie gehangen. Keine Ahnung. Halten Sie L2 gedrückt, um mit der Granate zu zielen. So. Ha! Und noch eine. Und nehmen wir uns noch ein paar mit, weil es so schön ist. Das haben die jetzt auch verändert mit dem Wurf. Da links. Komisch, was es gerade eben war, warum ich da nicht steuern konnte. Irgendwie hat da der Controller gehangen, aber ist ja auch wurscht. Ach, wir können jetzt Würfe abspeichern sogar, das ist mir neu. Komm, zieh einfach mal durch mit dem Ding. Und wer umfällt, fällt um. Wer stehen bleibt, bleibt stehen. Und ich hoffe, wir bleiben stehen. Mann, das sind aber wieder Gegnerhorden hier. Ich schnapp mir den hier. So, jetzt mal kurz mal wieder in Deckung hechten. Okay, hier brauchen wir wohl Granaten. Noch eine für euch, hier. Ha! Voll erwischt. Und noch einen für den hier. Also das Granatenwerfen haben wir ein bisschen vereinfacht, muss ich sagen. Ist jetzt besser gemacht, meiner Meinung nach. Was machst du denn da, ne? Mann. Du bist tot. Ich hab da was gegen zu sterben. Hier ist es doch recht schön. Ist da noch einer oder was? Und wo werde ich denn hier befeuert? Ach du Kacke. Nein! Scheißdreck! Ach! Na dann nochmal. Hantieren wir jetzt mal mit den Granaten richtig rum hier. Hat mich eine Granate erwischt und ich bin nicht schnell genug abgehauen, ich Pappnäschen. Eindringling! Ah, müssen wir nochmal nachladen hier. Komm. Und nochmal, und nochmal. Wir lassen die gar nicht so nah an uns rankommen. Nachschub. Granatöser Nachschub. Wie gefällt dir das? Ja, geh da ruhig hin, mein Freund. Du Idiot. Und nochmal. Hier kommt was. Hoho. Inklusive Generator. Das ist Sully, oder? Ja, das ist Sully mit dem Scharfschützengewehr. Da habe ich jetzt alle Granaten verprasst wahrscheinlich, ne? Kacke. Ach, die auch? Ja, ich bin ein bisschen verschwenderisch jetzt mit den Granaten umgegangen. Aber das ist schon ein echt harter Kampf gerade. Oh, und jetzt nicht nochmal eine Granate zugrunde gehen. Aber mit diesen Typen. Ja, mir auch langsam.
Das ist eine Unverschämtheit, wie die mit uns umgehen. Wie die uns hier auf Borneo willkommen heißen. Zum Glück haben wir noch Sully an der Seite. Und zum Glück hat da irgendein Idiot sein Scharfschützengewehr liegen lassen. Was für ein Glück, Freunde, oder? Mitten im Gefecht, die Typen, die wollen es wissen. Und wir geben ihnen Blei zur Mittagsspeise. Ah, da sind wieder Granaten sogar. Für Nachschub schön. Ah, die Feinde sind noch nicht alle ausgemerzt. Okay, ich werfe doch nochmal ein Granätchen. Nach da hinten. Kommen wir so weit? Mit den Dingern? Na, komm schon her. Ha, Fehler! Scheiße. Wir haben nicht mehr viel Munition. Die wird langsam knapp. Die kommt von der Seite. Und ohne Munition könnte dieser Spaß nicht schneller enden, als uns lieb ist, Freunde.